Tag 16 von Putins Ukraine-Befreiung. Bitte? Ah, ich darf noch Angriffskrieg sagen. Stimmt, ich bin ja gar nicht in Moskau. Im Gegensatz zu Gerd Schröder, Putins bester Gasvertreter, besucht seinen Chef in der Zentrale. Die Schlagzeile der Woche. Wo er wohl um Frieden bittet, heißt es. Und ja, wer weiß, ich meine, vielleicht sagt Putin ja, du Gerd, wenn ich geahnt hätte, dass du auch gegen den Ukraine-Krieg bist, dann wäre ich ja niemals einmarschiert. Gerd Schröder, sage ich Ihnen, ist die perfekte Wahl für solche Gespräche. Ernsthaft, wer hat das Ohr so am Kreml wie er? Sag mir irgendeinen Russland-Experten, der sich besser auskennt. Nach meiner Auffassung denkt in der russischen Führung keiner darüber nach, die Ukraine zu überfallen oder was auch immer. Schlecht gealtert, genau wie der Gerd selber. Klar, irgendeine Verhandlungslösung muss am Ende kommen. Was denn auch sonst? Man sollte sich nur immer klar sein, mit wem man da verhandelt, ja, und was man dem noch glauben soll. In der Ukraine sind inzwischen Millionen auf der Flucht, Bomben und Raketen fliegen mitten in Wohngebiete und allein im umzingelten Mariupol sind hunderte Zivilisten ums Leben gekommen, darunter Frauen und Kinder. Oder wie Wladimir Putin sagen würde, die militärische Spezialoperation verläuft streng nach Plan. Ja. Wenn Bomben auf Kinderkrankenhäuser der Plan waren, dann läuft. Russland steht wegen der Sanktionen des Westens kurz vor der Staatspleite. Und moralisch ist Putin sowieso bankrott. Sein eigenes Volk, aber die ganze Welt, wird ihm nie verzeihen, was da gerade passiert. Warte mal, wo ist meine Putin-Loser-Cam? Ah, da. Ey, Vladi, ich darf doch Vladi sagen. Nein? Okay, Vladi, pass mal auf. 7 der 10 größten Konzerne deines Landes sind im Energiebusiness. Du zerschießt dir gerade dein einziges Geschäftsmodell. Für immer. Mach mal genauso weiter. Dann ist deine Möchtegern-Supermacht bald eine Kolonie von China. Alter, du bist völlig isoliert. Und der erste Mensch der Welt, der vom Papst und von Pornhub-Usern öffentlich verurteilt wird. Verstehst du? Du hast Pornhub gegen dich aufgebracht. Und die freuen sich sonst über jeden Wichser. Keine Angst, meine Damen und Herren. Wichser darf man sagen, nur Krieg halt nicht. Ne? Jedenfalls nicht in Russland, dessen Nordkoreanisierung unaufhaltsam voranschreitet. Ja, ist ja so. Kim Jong-Wladimir hat gerade ein neues Mediengesetz durch sein Witzparlament gepeitscht, das angebliche Fake News über die russische Armee mit Gefängnis bedroht. Bis zu 15 Jahre, und jetzt kommt's, auch für ausländische Journalistinnen und Journalisten in Russland. Das haben sich nicht mal die Sowjets getraut. Und es wirkt. Ein großer Teil der Russen wehren sich jetzt nicht gegen die Politik Wladimir Putins, gegen diesen Kurs gegen die Ukraine. Ich muss meine Worte vorsichtig wählen. Sie wissen schon, diese unangenehme Sache mit K, die eventuell in dem Land mit U gerade passiert. Jetzt ausdrücklich kein Vorwurf gegen die Kollegin, natürlich nicht. Das ZDF lässt seine Leute seit dieser Woche auch nicht mehr direkt aus Moskau berichten. In der Sicherheit. Einzelne Kernmeldung von heute, vielleicht bald wieder zurück. Putin hat die letzten unabhängigen russischen Medien dicht gemacht. Twitter und Facebook geblockt. Warum macht er das? Damit die Russen seiner Propaganda gar nicht mehr entkommen können. Nicht mal im Kinderfernsehen. Распространяют кадры якобы войны в Украине, но на самом деле других военных конфликтов. Кто-то даже берет кадры из компьютерных игр, докладывает звук и выдает за правду. Именно так. И таких фейков, поверь мне, очень много. Ja, zumindest der letzte Satz stimmt. Sie sahen einen Ausschnitt aus den beliebten russischen Kindernachrichten Lügo. Putin bemüht sich nicht mal mehr, Demokratie wenigstens vorzutäuschen. Meinungsfreiheit, Pressefreiheit, alles weg. Bis jetzt wurden schon über 10.000 mutige Russen bei Antikriegsdemos verhaftet. Und während die Ukraine brennt, trifft der alte Kriegsverbrecher zum Weltfrauentag ausgewählte Flugbegleiterin und labert sie voll mit seinen Lügengeschichten zur Ukraine. Weil so feiert man ja den Frauentag. Ein Mann redet und 20 Frauen hören zu. Aber keine von denen hat seinen Tee angerührt. Ja, im Kreml würde ich auch nichts trinken, was man mir anbietet. Die armen Frauen, oder? Und wenn Sie zu Hause sich jetzt fragen, wie begeht man denn in der Ukraine diesen Frauenfeiertag? Anders. Wir sind Frauen der Ukraine. Мы уже вывезли наших детей в безопасное место. Мы присоединяемся к мужчинам и украинской армии. So, Putin, jetzt hast du ein Problem. Die USA gegen sich aufbringen, kann man machen.
Aber das sind Mütter, die gefährlichste Spezies der Welt. Unausgeschlafen und bewaffnet. Putin hat dieses Land und seinen Freiheitswillen total unterschätzt. Und jetzt kriegt er die Quittung. Nicht nur militärisch, auch an der Sanktionsfront. Apple hat Russland verlassen. IKEA, Mastercard, Visa, McDonald's schließt vorübergehend alle russischen Filialen. Die Folge: riesige Schlangen am letzten Tag. Weil die Russen natürlich Angst haben, dass ihr Cholesterinspiegel bald in den gesunden Bereich runterrutscht. Und auch an der Entertainment-Front wird's bitter. Der neue Batman-Film läuft nicht in Russland. Und Netflix hört auf, da zu streamen. Tja, na und? Macht Putin eben sein eigenes Netflix? Jetzt neu bei Netflix. Die neue Daily Soap. Nur mit Wladimir Putin, in der sich Putin immer in dieselbe Staatsform verliebt. Diktatur. Aber gute Diktatur. Gute Diktatur, schlechte Diktatur. Oder unsere Kult-Sitcom. Wladimir Putin erzählt Staatsgästen an einem absurd großen Tisch, dass er garantiert nirgendwo einmarschieren will. Lach dich schlapp bei The Big Tish Theory. Mega funny. Und für die Kleinen? Nils Putinsons Reise mit den Wildgänsen. Da schreddert unser Held mit seinem Propeller einen Schwarm ukrainischer Nazi-Gänse. Plus unvergessene Kinohits wie Der Teufel liest Pravda, Titanic. Putin und Präsident Xi bringen mit ihrer Liebe einen Eisberg zum Schmelzen. Und ganz aktuell? Wladimir Putin als The Batman mit Stargast Olaf Scholz als Joker. Netflix. Abonnier das oder es gibt 15 Jahre Knast. Top Angebot. Viele Sanktionen, wie das mit Netflix eben oder leere Supermarktregale, treffen natürlich die einfachen Bürger. Eigentlich wollten wir doch vor allem Putin und seine Oligarchen treffen. Sie wissen schon, diese Milliardäre, die Putins Macht stützen und mit ihm zusammen seit Jahren den russischen Rohstoffreichtum als persönliche Beute aufteilen. Müssen die jetzt befürchten, quasi abzustürzen in den Millionärsrang? Wäre natürlich eine Demütigung. Wir schalten mal live nach Monte Carlo zu Valeria Niosowska, Sprecherin des Verbands der extrem klischeehaft dargestellten Oligarchenfrauen. Valeria, wie sehr treffen die Sanktionen Ihre Familie? Oh, das ist sehr nett, dass Sie fragen. Denn im Moment denkt niemand an uns. Dabei sind auch wir in gewisser Weise Flüchtlinge. Unser Kapital zum Beispiel ist seit Jahren auf der Flucht, liegt irgendwo ganz allein auf irgendwelche Offshore-Konten in Panama, kriegt nie Besuch. Verzeihung, ist einfach sehr emotionale Zeit gerade. Ja, weil Ihr Vermögen vielleicht eingefroren wird, oder? Bitte? Nein, aber wir müssen jetzt unser Boot auf die Malediven bringen, weil es dann nicht beschlagnahmt werden kann. Wissen Sie, was das kostet? Benzin ist wahnsinnig teuer geworden. Ich weiß gar nicht, warum. Und mein Mann kann es nicht mal von der Steuer absetzen, weil er keine Steuern zahlt. Aber da redet keiner drüber. Stattdessen sind alle immer nur sauer, egal wo wir hinkommen. Mein Mann und ich zum Beispiel, wir haben ja ein Haus am Tegernsee. Also nee, das nicht. Unser Haus ist viel größer. Das ist jetzt nur Spielhaus von meiner 5-jährigen Tochter. Egal. Und da stehen neuerdings immer so wütende Leute davor mit Schildern und blau-gelbe Fahnen. Keine Ahnung, sind das Schweden? Ich weiß es nicht. Und die rufen, wir sollen wegziehen wegen Putin. Ich meine, da demonstrieren Nachbarn, Menschen aus diesem, na, wie heißt das arme Dorf noch, diese Favela am See? Rotach-Egern, genau. Ja. Am Tegernsee wohnen schätzungsweise 10 russische Oligarchen. Und bis jetzt ist es dem deutschen Staat nicht gelungen, irgendwas zu beschlagnahmen oder einzufrieren. Gut, aber dafür gibt es einfache Grund, Herr Welke, dein Staat ist sehr dumm. Der kann ja nicht mal nachweisen, wem was gehört. Weil man uns erlaubt, das über Briefkastenfirmen zu tarnen. Das hättet ihr nicht machen sollen. Selbst Alisher Usmanov darf seine 3 Häuser am See behalten. Medienmogul und dicker Kumpel von Putin. Wirklich ein sehr sympathischer Mann, sieht man schon an Gesicht. In Hamburg reparieren sie gerade seine Yacht. Und die hat 2 Hubschrauberlandeplätze. Sehr praktisch. Oft kriegt man ja Besuch von 2 Leuten mit Hubschrauber. Wem landet dann zuerst? Wem soll warten? Ja, habe ich noch nie drüber nachgedacht. Und auch diese Yacht wurde noch nicht beschlagnahmt. Mit anderen Worten, die meisten Oligarchensanktionen verpuffen total. Oh, von wegen. Eine tut richtig weh. Der Katzenverband erklärt, dass er keine in Russland gezüchteten Katzen mehr registrieren wird. Außerdem dürfen russische Katzen nicht mehr an Schönheitswettbewerben teilnehmen. So,
Und jetzt sage sie das Natascha in ihr Gesicht. Sagen Sie ihr, dass sie nicht schön genug ist für den internationalen Wettbewerb, nur weil sie Russin ist. Das kann ich nicht. Valeria Niosowska. Disclaimer: kulturelle Aneignung. Die Darstellerin in der gerade gezeigten Szene ist weder Russin noch Oligarchin. Das war auch gar nicht wirklich Monte Carlo. Wir bitten dich zu entschuldigen. Tja, Putin hat uns wirklich eiskalt erwischt. Wir haben gedacht, in einer globalisierten Welt, in der jeder mit jedem Handel treibt, lässt sich auch jeder Konflikt ausräumen, ne, unter Erwachsenen. Aber was, wenn einer gar nicht mehr reden will und als einziges Recht das der Stärkeren akzeptiert? Da haben wir nie drüber nachgedacht. Und plötzlich geht die Angst um und man googelt Schlagworte wie Schutzbunker. Kleiner Tipp, ich würde es nicht googeln, das Ergebnis zieht sie garantiert runter. Andererseits, die Ängste sind ja real und die meisten Tipps dagegen helfen leider nicht wirklich weiter. Und dann hilft es einzuschätzen, wie groß ist meine Angst. Am besten von 0 bis 100. Wenn es über 70 ist, dann helfen sogenannte Skills. Das heißt, kaltes Wasser ins Gesicht, auf einer Chilischote kauen. Was sind das denn für Skills? Auf einer Chilischote kauen. Warum nicht gleich den Kopf in den Ventilator halten? Das lenkt auch ab. Tatsächlich haben wir den Zivilschutz total vernachlässigt. Der deutsche Staat lagert zum Beispiel viel zu wenig Sanitätsmaterial für große Katastrophen. Wir wollten halt über so deprimierende Sachen nicht mehr nachdenken. Zum Glück gibt es aber selbst für den Atomkrieg heutzutage YouTube-Tutorials. Was würde eigentlich passieren, wenn eine Atombombe auf eine Stadt geschmissen wird? Das zeige ich euch jetzt. Generell muss gesagt werden, dass die erste Maßnahme heißt, diesem Ding ausweichen. Das Erste, was ihr tut, das Allererste ist, ihr nehmt euren Daumen und macht ein Auge zu. Die erste Sache ist, ab auf den Boden runter. Sofort auf den Boden legen. Dein Daumen muss größer sein als diese Explosion. Oh mein Gott, das ist viel größer als mein Daumen. Bitte verpiss dich sofort von Ort und Stelle, Bruder. Jodtabletten. Warum sind es eigentlich immer nur Männer, die solchen Scheiß posten? Was stimmt nicht mit uns? Inzwischen hat die Ampel übrigens angekündigt, wieder mehr in den Schutz der Bevölkerung zu investieren. Da lob ich mir die Heute-Show, meine Damen und Herren. Wir haben nämlich seit Jahren einen eigenen Zivilschutzbeauftragten, und zwar Christian Ehring. Christian, schön, dass du da bist. Christian, wie gut sind wir vorbereitet auf, sagen wir mal, nukleare Ernstfälle aller Art? Sehr gut. Sehr, sehr gut. Also Deutschland insgesamt leider nicht so richtig gut, aber keine Angst, beim Öffentlich-Rechtlichen hat bekanntlich jede Sendung einen eigenen Bunker, auch die Heute-Show. Also nicht für alle Mitarbeiter, die Kameraleute müssen ja weiterfilmen, das ist ja klar, aber ich sag mal für die Wichtigen auf jeden Fall. Ach, ich stehe aber schon auf der Liste, oder? Hm? Ja klar. Insgesamt müssen wir wohl mehr machen beim Bevölkerungsschutz. Beispiel, in der Schweiz gibt es für 100% der Bürger einen Bunkerplatz, bei uns für 0. Das ist wenig. Öffentliche Bunker, Fehlanzeige, hat der Bund fast alle verkauft. War im Nachhinein vielleicht nicht unsere beste Idee. Tja, aber was macht man denn dann im Worst Case? Gute Frage. Dazu empfehle ich Ihnen diesen Informationsfilm. Fenster schließen, Jalousien bzw. Verdunklungseinrichtungen herunterlassen, elektrische Geräte ausschalten, Wasser, Gas und Ölhähne schließen. Umgehend den Schutzraum aufsuchen. Welchen Schutzraum? Wir haben doch keine! Ja, sorry, der Film ist halt schon älter. Und jetzt mit der neuen bedrohlichen Lage denkt der Bund immerhin über einen Wiederaufbau von Bunkeranlagen nach. Dafür machen sie gerade eine Bestandsaufnahme, die wohl ein paar Monate dauern wird. Und da appelliere ich auch einfach mal an die Fairness des Gegners, so lange zu warten. Das wäre ein Gebot der Höflichkeit. Also, vor dem Gespräch mit Ihnen habe ich mich noch relativ sicher gefühlt. Ja, und das zu Recht. Sie können sich sicher fühlen. Es gibt überhaupt keinen Grund zur Panik. Okay, woran wir tatsächlich arbeiten sollten, das ist die Sache mit den Warnsirenen. Der letzte bundesweite Warntag 2020 muss uns da eine Warnung sein. Der Warntag ging also dank kaum vorhandener Sirenentechnik und schlecht funktionierender digitaler Warnung diesmal am Großteil der Bevölkerung vorbei. Also wir haben nichts gehört, twittert scherzhaft der Bund der Gehörlosen. Wobei, fällt mir gerade ein, da wir ja gar keine Bunker haben, ist es vielleicht auch besser, den Leuten nicht unnötig mit Sirenen Hoffnung zu machen. Was futtern Sie da eigentlich die ganze Zeit? Jodtabletten. Sie müssen mal Zeitung lesen, Ehring. In der Ukraine beschießen Sie Atomkraftwerke. Und Sie müssen mal aufhören, die Zuschauer hier so kirre zu machen. Für die deutsche Bevölkerung besteht bei den Entfernungen praktisch kein Risiko. Außerdem,
Ihre Tabletten da, die enthalten gerade mal 0,2 Milligramm Jod. Um die Schilddrüse vor Verstrahlung zu schützen, da bräuchten Sie 100 Milligramm. Das wären 500 Tabletten. Ach so, ja, sagen Sie das doch gleich. Und prophylaktisch fressen ist ohnehin Quatsch, vor allem bei Erwachsenen. Ja gut, aber hier, was ist denn mit Trill? Trill, kennen Sie noch, das enthält Jod-S11-Körnchen. Ich gehe nach Hause. Christian Ehring. Christian Ehring. Ja, trotz aller Wut auf Putin, wir kaufen weiter sein Gas, sein Öl, seine Kohle. Geschätzt 1 Milliarde Dollar überweisen EU-Staaten dafür jeden Tag. Ist nicht schön, aber geht nicht anders, sagt zum Beispiel Olaf Scholz. Auch Robert Habeck warnt vor einer schweren Wirtschaftskrise nach einem Embargo. Denn die Preise für Benzin und Diesel gehen in Deutschland ja jetzt schon durch die Decke. Zum Glück greift der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans da jetzt persönlich ein. Also, er greift da überhaupt nicht ein, aber er hat ein sehr schönes populistisches Handyvideo gedreht. Ich bin jetzt hier gerade an der Tankstelle vorbeigefahren und es ist wirklich irre. Diesel 2,12 Euro. Ich finde, da ist jetzt wirklich ein Punkt erreicht, wo man sagen muss, da muss man handeln. Das trifft jetzt nicht nur Geringverdiener, sondern das trifft wirklich die vielen fleißigen Leute, die tanken müssen. Verstehen Sie? In Deutschland gibt es die Fleißigen und die Geringverdiener. Fleißige Geringverdiener gibt es nicht, denn dann wären es ja keine Geringverdiener, meint Tobias Hans. Viel Glück im Wahlkampf. Tatsächlich haben wir ein Abhängigkeitsproblem. Rund 1/3 unseres importierten Öls kommt aus Russland. Die Hälfte der Steinkohle in der Stromerzeugung und über die Hälfte des Gases. Ja, wir haben uns abhängig gemacht von einem kriegsgeilen Psycho, ist so. Das war nicht gut, aber halt irre praktisch und preiswert eine Zeit lang. Außerdem haben wir Deutschen ja auch Sachen, die Putin gerne hätte. Radeberger, ich liebe es. Angela schickt mir ja ab und zu ein paar Flaschen Radeberger Bier. Ja, aber jetzt nicht mehr. Kannst du schön die russische Plörre saufen. Gebraut aus Terpentin und Bärenpisse. Das berühmte Krimbacher. Doch zurück zur traurigen Realität. Für die russische Kohle würden wir auf dem Weltmarkt irgendwie Ersatz finden. Fürs Öl übrigens auch. Ja klar, natürlich. Öl könnten wir genauso gut beim Iran kaufen. Das ist wenigstens ein sympathischer Staat. Was? Auch nicht? Dann nicht. Es gibt aktuell keine schönen Lösungen mehr. Das ist die traurige Wahrheit. In Brunsbüttel bauen wir im Eiltempo ein Terminal für Flüssiggas, trotz mieser Klimabilanz. Über doch wieder längere Laufzeiten für Kohlekraftwerke wird diskutiert. Einige könnte man zumindest in der Reserve halten. Plus natürlich die Debatte über Atomkraft. Soll man die 3 verbleibenden AKWs länger laufen lassen oder nicht? Ganz ehrlich, ich war mir selber nicht sicher. Aber dann ist mir die alte Faustregel wieder eingefallen. Einfach immer das Gegenteil von dem machen, was dieser Mann hier fordert. Die Atomenergie versuchen doch zu nutzen. Warum? Aus ganz einfachen Gründen. Es ist billig, es ist sicher, die Energie, und vor allen Dingen, sie ist absolut klimafreundlich. Erstens nein, zweitens nein und drittens auch nein. Warum streite ich eigentlich mit dir? Mal abgesehen davon, wie teuer und gefährlich Atomenergie in Wirklichkeit ist. AKWs haben spezielle maßgeschneiderte Brennelemente. Und die Neubesorgung dauert zum Beispiel bei ISA 2 mal eben 1,5 Jahre, sagen selbst die Betreiber. Die kriegt man nicht beim OBI in der Brennelementeabteilung. Preisfrage: Wie kommen wir runter von unserer Abhängigkeit vom Russenstoff? Wie geht das? Und geht das überhaupt? Die Experten von der Leopoldina sagen diese Woche, ein Embargo sei, Zitat, handhabbar. Allerdings mit relativ heftigen Folgen für die deutsche Wirtschaft. Oder, ganz andere Idee, wir passen uns an und wohnen, wenn es kalt wird, halt woanders. Ja, warum denn nicht? Machen doch andere Tiere auch. Im Reich der wilden Tiere. Es ist jedes Jahr ein atemberaubendes Schauspiel. 82 Millionen Zugdeutsche verlassen vor dem großen Kälteeinbruch ihr Sommerdomizil und ziehen in südliche Gefilde. Hier finden sie Nahrung für ihre Brut und können sich ungestört der Vermehrung widmen. Da, eine Herde Sachsen nähert sich durstig dem Wasserloch. Und dieser possierliche Schwabe erklärt Einheimischen in Südfrankreich, wie man richtiges Brot backt. Ihre eigentliche Heimat kann sich derweil etwas erholen. Dorthin zurück kehren die Zugdeutschen erst wieder im Frühling, pünktlich zur Spargelzeit. Spargel. Ja, vielleicht ist das die Lösung. Wir werden einfach alle Zugdeutsche. Die Wahrheit ist, beim Strom gäbe es
Ausweichmöglichkeiten. Beim Heizen würde es allerdings eng, sagen die Fachleute. Und im Falle eines Embargos könnte auch unsere Wirtschaft um ca. 3% schrumpfen. Ist nicht schön, aber andererseits, na und? Dann muss der Staat halt noch mal richtig Geld in die Hand nehmen. Zur Stützung bestimmter Branchen. Einfach weitere Sondervermögen, wie gerade erst für die Bundeswehr. Da fällt mir ein, vielleicht sollten wir die Bundeswehr die Energiewende managen lassen. Stillgestanden für Till Reiners Stabsfeldwebel der allerletzten Reserve. Männer, aber auch nicht Männer, rührt euch. Aufgepasst, ab sofort kein deutsches Geld mehr für Öl, Gas und Kohle aus Russland. Und da will ich jetzt kein Geheule hören. Leute, wir schicken Panzerfäuste in die Ukraine und geben Putin gleichzeitig Geld für die Panzer, die mit den Panzerfäusten abgeknallt werden. Merkt ihr noch was? Das hört jetzt ab sofort auf, ihr Lappen. Neuer Tagesbefehl. Heizung nur noch auf maximal 10, 11 Grad und dann eben drei Pullover übereinander. Wo ist das Problem? Die Aktion heißt Pulli statt Putin. Und wenn ich jetzt einen von euch Zivilisten ohne Fließjacke erwische, putzt er die Latrine mit der Zahnbürste. Zweitens, auf deutschen Autobahnen gilt das Tempolimit. Und zwar ab jetzt. Wer 130 fährt statt 160, spart 35% Benzin. Heißt, ab Tempo 131 ist man für Putin und ein gottverdammter Vaterlandsverräter. Wer durchgehend 80 fährt, bekommt von mir persönlich den Friedensnobelpreis. Drittens, und jetzt wird's schmutzig, aber so ist das eben im Krieg. Fracking! Ja, liebe Super-Öko-Schnullis, da müsst ihr jetzt durch. Weint nicht in euren Räubusch-Tee. Wir brauchen übergangsweise auch Fracking-Gas aus dem Ausland. Sagt sogar Robert Habeck, hätte ich den Grünen gar nicht zugetraut. Für Aufrüstung, für Fracking. Und wenn die jetzt noch Toni Hofreiter einen schönen Bürstenhaarschnitt verpassen, wähle ich die beim nächsten Mal. Geht mir aber noch nicht weit genug. Ich will deutsches Fracking-Gas. Ja, Deutschland muss mal wieder richtig durchgefrackt werden. Wir sitzen auf Gas für 10 Jahre. Bei der Produktion entstehen zwar ohne Ende Treibhausgase, aber hey, irgendwas ist halt immer. Letzter Punkt, Energiewende. Genehmigungsverfahren für Windräder werden verkürzt auf 3 Minuten max. So wie bei uns in der Kaserne nach 18 Uhr. Da genehmige ich mir auch schnell mal ein. Ja, Deutschlands größte Waffe ist immer noch die Spaßrakete. Übrigens auch die einzige, die funktioniert. Andere Geschichte. Wir ballern jetzt in jeden Vorgarten ein Windrad. Jede Bürgerinitiative, der das nicht passt, kann gerne 100 Liegestütze machen. Und kommt mir jetzt bloß nicht mit irgendwelchen Viechern. Aber bei uns in der Region leicht die seltene Gelbbauchunke. Wirklich? Na, das ist ja toll. Oh, eine seltene Gelbbauchunke. Problem gelöst. Wegtreten. Till Reiners. Aktuell warnen unsere Geheimdienste wieder vor Cyberangriffen durch Profi-Hacker in Putins Diensten. Wie damals, Sie erinnern sich, 2015 beim großen Datenklau im Bundestag, also beim Bundestags-Hack. Kritische Infrastruktur ist akut gefährdet im Moment, aber auch deutsche Banken als Rache für Sanktionen. Das ist wirklich eine spannende Frage. Wie wehrhaft sind wir Deutschen im Cyberraum? Der Cyberraum ist zunächst einmal keine physische Dimension. Das ist richtig, aber gerade nicht relevant. Es gibt den Cyberkrieg und den allgemeinen Infokrieg. Russland arbeitet seit Jahren mit Hilfe von gezielter Desinformation an der Spaltung der europäischen Gesellschaften. Und ich sag mal, an der Front hat nicht zuletzt RT Deutsch ganze Arbeit geleistet. Auch wenn da zuletzt ein Sendeverbot ausgesprochen wurde. Und wenn Sie mal hören möchten, was jahrelanger RT Deutsch-Konsum so anrichtet in den Gehirnen, dann können Sie eigentlich zu jeder beliebigen Querdenker-Demo gehen. Wirklich. Da laufen ohne Ende Putin-Fans rum und haben den totalen Durchblick. Ein riesiges Ablenkungsmanöver. Im Moment redet ja überhaupt keiner mehr von Ungeimpften, die Menschen zweiter Klasse sind, sondern im Moment sind die Russen die Menschen zweiter Klasse. Wir wissen das ja, dass das im Hintergrund steht, nämlich die neue Weltordnung, globale Diktatur, die Versklavung der Menschen, dass das die eigentliche Ursache ist für das, was wir als Corona vorgeführt bekommen, präsentiert bekommen. Und da hat Putin gesagt, jetzt ist Schluss mit neue Weltordnung. Ja, das haben wir doch jetzt ganz gut rausgearbeitet, liebe Zuschauer. Ja, finde ich auch. Es klang für mich alles absolut schlüssig. Was weiß die Theorie? Olaf Scholz will von seiner Impfdiktatur ablenken, also ruft er Bill Gates an und sagt, Bill, alter Kinderbluttrinker, ich muss mal dringend von was ablenken. Du, kein Problem, sagt Bill, ich rufe den Putin an.
Wladimir, alles fit? Du, könntest du bitte mal kurz die Ukraine angreifen? Hä? Geht um eine Ablenkung. Ja, klar, mach ich. Wladi, du bist der Beste. Ja, wie denn jetzt? Putin ist der Held der Querdenker, aber gleichzeitig hilft er bei der Impfdiktatur. Ich meine, nichts gegen Irrsinn, aber es muss schon eine innere Logik haben. Aber das kommt davon, wenn man glaubt, was russische Trolle schreiben. Da in dieser berüchtigten Petersburger Trollfabrik. Was arbeiten da so für Leute und woran genau? Ganz Europa als Struktur wird von uns als potenzieller Feind gesehen. Europa ist stabil, aber wir brauchen keinen stabilen Nachbarn. Bevor du anfängst, dort zu arbeiten, musst du einen Vertrag unterschreiben. Du wirst an einen Lügendetektor angeschlossen. Und, sie ahnen es, nur wenn du bei allen Fragen lügst wie gedruckt, kriegst du den Job bei denen. Wobei es manchmal ja gar keine echten Menschen sind, die unsere Internetforen zumüllen. Oft sind es ja bekanntlich Maschinen. Man liest dann, was diese Bots schreiben und denkt, du liebe Güte, wir sind ja ganz schön gespalten als Gesellschaft. Am Ende soll keiner mehr irgendwas glauben, darum geht's. Der russische Staat lässt hacken durch staatliche Hacker, wie zuletzt in der Ukraine, wo er angegriffen wurde, und tut dann hinterher so, als hätte er nichts damit zu tun. Hacker sind freie Menschen. Sie sind wie Künstler. Wenn ein Künstler sich morgens gut fühlt, dann malt er den ganzen Tag. Das Gleiche gilt für Hacker. Die hacken dann den ganzen Tag, ne? Sind Künstler, Künstler eben. Ne? Man legt ein Krankenhaus lahm und dann töpfert man vielleicht einen Aschenbecher, ne? Je nachdem, wie man sich fühlt. Leider ist das alles nicht künstlerisch wertvoll, sondern brandgefährlich. Denn bei Hackerangriffen können obendrein schwere Kollateralschäden entstehen. Neulich haben zum Beispiel mutmaßliche russische Hacker ein Satellitennetzwerk angegriffen, das die Ukraine mit Internet versorgt. Und dieser Angriff hatte sehr konkrete Folgen, auch bei uns in Deutschland. 5.800 Windkraftanlagen der Auricher Firma Enercon sind von dem Angriff betroffen. Die Anlagen sind zwar in Betrieb und erzeugen Strom, eine Steuerung per Fernzugriff ist aber aktuell unmöglich. Wir hatten die Kontrolle über die Windräder verloren. Die Fernbedienung hat nicht mehr funktioniert. Vorsicht! So ähnlich war es. Genau wegen der Gefahr solcher Kollateralschäden verzichtet Deutschland als Demokratie und Rechtsstaat selber auf Cyberangriffe in anderen Ländern. Solche Angriffe werden bei uns lediglich abgewehrt, zum Beispiel im Nationalen Cyberabwehrzentrum in Bonn. Und genau da schalten wir jetzt mal hin zu Alexander Wipprecht. Herr Wipprecht, wie ist die Lage an der Cyberfront? Angespannt, Herr Welke. Wir rechnen jetzt hier jeden Tag mit russischen Attacken auf deutsche Hochwehrziele, also Krankenhäuser, Kraftwerke, ZDF-Fernsehgarten. Und leider dürfen wir nicht zurückhacken. Ampel-Koalitionsvertrag, Seite 16. Hackbacks lehnen wir grundsätzlich ab. Schade. Wenn es nach mir ginge, könnte sich der Putin gerne gehackt legen. Entschuldigung. Aber technisch können wir da schon mithalten, oder? Ja, klar. Ich bitte Sie. Hier bei uns in der Behörde ist das Internet sogar richtig schnell. Gut, es darf halt nicht gleichzeitig einer auf dem Festnetz telefonieren, das ist klar. Stefan, legst du bitte auf? Wir sind im Cyberkrieg, verdammt nochmal. Mann, ey. Ja, darf man nie vergessen, ne? Wir waren ja mal federführend. Also einer der allerersten Hacker überhaupt war ja einer von uns. Bin ich da schon drin oder was? Ich bin drin. Er war damals sehr oft drin und deswegen zahlt er bis heute. Andere Geschichte. Hier herrscht erhöhte Alarmbereitschaft. Wir haben für die Cyberabwehr gerade erst die besten jungen Hacker eingekauft. Den Jerome zum Beispiel. Direkt aus dem Darknet abgeworben. Der hat die Street Cred für den Cyberspace. Jerome, wir haben ja schon mal drüber gesprochen, dass du vielleicht deinen Arbeitsplatz ein kleines bisschen hygienischer... Halt die Fresse, du bist nicht mein Vater. Alles klar, wir sehen uns. Aber jetzt zeige ich Ihnen mal was richtig Cooles, Herr Welke. Wir haben uns gefragt, wer wäre eigentlich die perfekte Geheimwaffe gegen diese Verbrecher in der Petersburger Trollfabrik? Und dann ist es uns eingefallen. Deutsche Rentner. Hier, die zwei, die chatten jetzt schon den ganzen Tag mit den Trollen und verwickeln sie in so klassische Oper-Computergespräche. Wissen Sie zufällig, wie mein E-Mail-Passwort heißt? Mist! Ich habe aus Versehen auf F2 geklickt. Jetzt ist alles weg. Bei mir steht jetzt UP-Daten. Hier ist so ein Pop-Up-Fenster. Wo liegt denn dieses UP-Daten? Die fragen mich, ob ich härtere Erektionen will. Muss ich da draufklicken? Verstehen Sie? So treiben wir Petersburg nach und nach in den Wahnsinn. Die Operation läuft unter dem Codenamen Olle gegen Trolle. Aha. Und was machen Sie sonst so bis Feierabend? Naja, alles Mögliche. Klar, Hackbacks sind verboten, aber
Wer sagt denn, dass wir nicht auch Fake News Richtung Russland schicken dürfen? Hm? Schauen Sie mal. Das berühmte Angeberfoto von Wladimir Putin mit diesem Riesenhecht. Das haben meine Photoshop-Leute jetzt in einem aufwendigen Verfahren über Monate so bearbeitet. Achtung! Dass der Fisch voll klein ist. Peinlich. Komm, das schicken wir jetzt mal direkt in den Kreml. Und zwar per Fax. Moment. So, das, Jerome, wie war denn nochmal die Vorwahl von Moskau? Halt die Fresse. Alexander Wipprecht, live aus dem Cyberabwehrzentrum in Bonn. Brrrr. Howdy, Leute. Ich wollte euch nur um ein kleines Abo bitten. Einfach anklicken. Macht's gut. Na los. Na los, du Scheißpferd. Hey!